Du suchst eine sichere Methode, um dir deine vielen verschiedenen Passwörter merken zu können? Am Ende dieses Videos weißt du, wie du einen Passwortmanager verwendest und sogar verschiedene komplexe Passwörter erstellen kannst. Mit Hilfe eines Passwortmanagers kannst du all deine Passwörter speichern und verwalten. Außerdem lassen sich Passwörter mit verschiedenen Komplexitätsgraden erstellen. Ich werde dir die Verwendung eines solchen Managers anhand des kostenlosen Programms KeePass vorstellen. Aber natürlich gibt es unzählige weitere kostenlose und kostenpflichtige Passwortmanager, die einen ähnlichen oder erweiterten Umfang haben. Außerdem ist es eventuell sinnvoll, ein Programm zu nutzen, auf welches du mit einer App auch vom Handy aus zugreifen kannst. Wenn du auch KeePass nutzen möchtest, findest du es im Internet unter keepass.info. Dort kannst du es dir dann wie gewohnt downloaden. Ich habe das Programm bereits einmal installiert. Zuallererst benötigt man ein Hauptpasswort, mit dem man seine Datenbank sichert. Somit brauchst du dir also insgesamt nur noch ein einziges Passwort zu merken. Alle anderen Passwörter sind in der Datenbank hinterlegt. Hier siehst du dann deine Datenbank. In diesem Fall gibt es bereits zwei Beispieleinträge. Außerdem gibt es mehrere Ordner bzw. Kategorien, unter denen du was abspeichern kannst. Hier habe ich zum Beispiel einen Ordner Allgemein. Dort habe ich einige Passwörter abgelegt oder auch im Ordner Windows. Genauso kannst du für bestimmte Internet-Tools deine Passwörter abspeichern und auch jeweils ein bestimmtes Logo hinterlegen, damit du es leichter wiederfinden kannst. Als erstes solltest du wissen, dass du dein Hauptpasswort auch ändern kannst. Dazu gehst du auf Datei und Hauptschlüssel ändern. Dann trägst du diesen hier wie gewohnt ein. Anschließend musst du ihn noch einmal wiederholen. Darunter wird dir direkt die geschätzte Qualität deines Passworts angezeigt. Mit einem Klick auf OK änderst du dein Passwort. In diesem Fall werde ich gewarnt, dass mein Hauptpasswort schwach ist. Und mir wird die Frage gestellt, ob ich es dennoch verwenden möchte. Natürlich solltest du ein möglichst sicheres Hauptpasswort haben. In diesem Fall ist es aber nur ein Demo-Account und somit für mich jetzt nicht weiter wichtig. Anschließend bekommst du noch den Hinweis, wenn du deinen Hauptschlüssel änderst, musst du deine Datenbank erneut speichern. Also klickst du auf Speichern. Des Weiteren bietet dir KeePass an, ein Notfallblatt zu drücken. Dann wird dir ein Blatt ausgedruckt, auf dem dein Passwort zu sehen ist. Dieses legst du dir am besten an einem sicheren Ort ab. Oder du merkst dir dein Passwort einfach und verzichtest auf dieses Notfallblatt. Wenn ich jetzt KeePass beende und es wieder neu starte, muss ich mein neues Passwort eingeben. Als Beispiel möchte ich dir jetzt einmal zeigen, wie man einen Passworteintrag erstellt. Mit einem Rechtsklick in die linke Spalte kommt dieses Kontextmenü und du kannst eine Gruppe hinzufügen. Nennen wir die neue Gruppe einmal Bank. Mit einem Rechtsklick in die rechte Spalte kannst du dann einen Eintrag hinzufügen. Den Titel nennen wir dann zum Beispiel Online Banking. Anschließend gibst du deinen Benutzernamen ein. Und darunter trägst du dein Passwort ein. Außerdem kannst du auch die URL, zu der dieses Passwort gehört, hier unten eintragen. Sowie weitere Kommentare eintragen, damit du immer weißt, wozu dieses Passwort gehört. Sollte das Passwort ein Ablaufdatum haben, hakst du hier einfach gültig bis an und wählst ein Datum aus. Über die verschiedenen Reiter hier oben kannst du weitere Einträge vornehmen. Da bietet dir jedes Passwort-Tool etwas anderes an. Wenn du fertig bist, klickst du auf OK. Und schon wird dir in der Kategorie Bank dein Account für Online-Banking angezeigt. Das Passwort wird hierbei versteckt mit Sternchen. Mit einem Doppelklick wird dir dein Passwort in die Zwischenablage kopiert. Mit einem Rechtsklick auf deinen Account kannst du entweder deinen Benutzernamen kopieren, dein Passwort kopieren, die URL aufrufen, die wir eingetragen haben, oder auch bestimmte andere Einträge kopieren oder anzeigen. Außerdem gibt es die Funktion Autotype, diese zeige ich dir gleich genauer. Mit Klick auf Eintrag bearbeiten kannst du dein Passwort ändern
oder mit Klick auf die drei Punkte auch wieder anzeigen lassen. Jetzt zeige ich dir, wie ich mich mit Hilfe eines Passwortmanagers bei YouTube anmelden kann. Dazu gehe ich ganz normal auf Anmelden und werde ja nun nach meiner E-Mail-Adresse gefragt. Dann gehst du in den Passwortmanager und klickst zum Beispiel mit dem Rechtsklick auf deinen YouTube-Account und sagst Benutzername kopieren. Dann gehst du in das Feld, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen musst. Dann drückst du STRG und V und fügst somit deinen Benutzernamen einfach ein. Nun wirst du nach dem Passwort gefragt und hier machst du genau das gleiche. Passwort kopieren und entweder STRG und V oder auch hier Rechtsklick und einfügen. Anschließend gehst du auf Weiter. Und schon bist du in deinem Account angemeldet. Wie versprochen möchte ich dir noch die Funktion Autotype zeigen. Dazu gehst du auf das Fenster, wo du dich anmelden musst und klickst anschließend auf deinen Passwortmanager. Mit einem Rechtsklick auf den entsprechenden Account und dann drückst du auf Autotype ausführen. Schon geht er in das zuletzt geöffnete Fenster und trägt deine Login-Daten von allein ein. Ein Passwortmanager hat außerdem noch den Vorteil, dass du dir nicht immer ein Passwort selbstständig ausdenken musst. Du kannst dir auch ein sicheres Passwort generieren lassen. Dazu klickst du hier auf diesen Schlüssel und sagst Passwortgenerator öffnen. Hier kannst du genau auswählen, welche Anforderungen an dein Passwort gestellt werden sollen. Genauso kannst du die Länge deines Passworts auswählen. Anschließend klickst du auf OK und dir wird ein automatisches Passwort generiert. Mit den drei Punkten kannst du es dir anzeigen lassen. Jetzt siehst du, dass es ein äußerst komplexes Passwort ist, was du dir nicht merken kannst und auch super schwer zu knacken ist. Dass du es dir nicht merken kannst, ist jedoch kein Problem, da das ja der Passwortmanager für dich übernimmt. Somit hast du also immer sichere Passwörter. Dir gefällt das Video? Dann abonniere direkt den Kanal, um immer sicherer im Umgang mit dem Computer zu werden und kein Video zu verpassen. Das Ganze ist für dich natürlich komplett kostenlos. Wie gewohnt bekommst du, um das Gelernte umzusetzen und zu verinnerlichen, nun deine Hausaufgaben. Installiere dir einen Passwortmanager. Erstelle dir damit ein neues, sicheres Passwort. Notiere die Passwörter deiner genutzten Dienste und Websites. Heute hast du wieder einiges gelernt. Im nächsten Video erfährst du, wie du herausfinden kannst, ob eines deiner Passwörter oder deiner Accounts bereits geknackt wurden.